Fubian fragt PietSmiet: Hattet ihr schon Erfahrungen mit Stalkern? Stalker ist ein hartes Wort. Also so richtig Erfahrung würde ich sagen, nein. Aber es gab trotzdem schon mal Leute, die extrem genervt haben, indem die bei ihm geklingelt haben. Ja. Nee. Ja, keine guten. Empfehle ich niemandem. Also ich hatte noch keine Erfahrung mit Stalkern, zum Glück. Ich hatte nur Erfahrungen mit einem Hacker. Das war auch nicht so super angenehm. Aber so insgesamt mit einem Stalker zum Glück nicht. Also ich glaube, da sind häufig eher die weiblichen Streamer, YouTuber befallen. Aber nee, einen Stalker hatte ich noch nicht. Zum Glück. Ein paar hier in meinem Viertel wissen, was ich tue und kennen mich auch daher, zum Beispiel mit einer Kaffeerösterei, wenn du da reingehst. Das ist eigentlich immer ganz nett. Aber das sind halt Leute, die hier in der Nähe wohnen, die einen quasi kennen, aber die halt einen nur kennen, halt, also daher kennen und vielleicht ein bisschen besser kennen als ich die jetzt zum Beispiel. Aber da ist zum Glück keiner dabei, der hier vor meiner Tür sitzt und sich immer denkt, was macht denn der da? Ich komme sowieso nie raus. Also das Stalken wäre richtig scheiße hier. Vor allem haben wir noch einen Hinterausgang, einen Kellerausgang im Haus. Würde ihm gar nichts bringen, hier vor der Haustür zu campen. Wäre ganz schön scheiße und einsam für ihn. Aber vielleicht haben es ja welche gemacht und haben es irgendwann aufgegeben.